Danke schön. Wow. Hi. Hi. Hi, hi, hi. Setzt euch. Ich setze mich auch wieder. Der ist ja klasse. Dankeschön. Ich drapiere den mal hier so. So, da seid ihr. Zwei Sachen fallen mir auf. Wenn ich so durchzähle, dann fehlt einer. Wo ist Jimmy? Ja, der Jimmy, der ist in Irland jetzt. Der muss noch die letzten Videos für das Armor 7 Videos zusammenschneiden. Mhm. Aber, naja, was auch soll's. Müde. Ja, ein bisschen. Okay, die andere Sache, die mir auffällt, Maite. Das sieht nicht gut aus, das Krücken. Wie ist das denn passiert? Ja, wir waren in Fotosession, wir haben so Fotos gemacht für das neue Single. Mhm. Und das war so ein klassischer so Metersprung, Plateauschuh natürlich. Mhm. Es war nass und, ja, und dann bin ich umgeknickt. Scheiße. Und, ja, drei Bänder operiert. Gleich, wenn dann in die Vollen oder wie? Ordentlich, ja, wenn schon, dann sehen wir noch dazu. Oh je. Ja, und was machst du jetzt bei der Tour? Machst du was auf der Bühne? Also ich spiele viel Bass, weil Jimmy ist ja sowieso nicht da. Meistens spiele ich Bass. Und sonst gehe ich ja draußen mit dem Stuhl. Und der dreht sich dann so und dann kann ich so ein bisschen tanzen. Das ist ja praktisch. Und ja, ist gut. Das wollte ich so. Aber ich fand das so lustig, weil die ganzen Handicaps, die kommen und besuchen, die freuen sich natürlich total. Die können sich feiern dann mit dir zusammen. Und ich so, yay, Maite. Sein süß. Ja, also du bist voll dabei bei der Tour. Nein, da war doch noch jemand, Joey. Ich habe gelesen, du hattest einen Schlüsselbeinbruch. Du hast dich beim wilden Sport verletzt. Ist das auch wieder in Ordnung? Ist alles wieder okay. Ich trainiere schon seit 2 Wochen. Ja? Ja. Diese Triathlon-Geschichte, das finde ich ja unglaublich. Ich meine, ich frage mich, wie ein normaler Mensch auf die Idee kommen kann, sich so anzustrengen. Das ist ja erst Laufen, dann Schwimmen, dann Radfahren? Nee. Ja. So rum in der Rente? Erst Schwimmen, dann Radfahren, dann Laufen. Alter Schwede. Ja. Und richtig lange, ne? Ja. Und wie trainierst du dafür? So nebenbei. So mal eben so ums Hotel joggen oder wie? Ja, so wenn man kann, abends, morgens, zwischendurch, Mittagspause. Wenn alle essen, dann muss man laufen. Also wenn es heißt, wo ist Joey, dann rennt er gerade ums Hotel wahrscheinlich. Ja. Wie ist das eigentlich? Das frage ich mich und bestimmt alle anderen fragen sich das auch. Wo wohnt ihr denn jetzt genau? Ja, wo wohnen wir? Also wir sind seit 8 Monaten in Irland. In Irland. Ja, wir haben ein großes Haus gekauft da. Viel Land und schön ruhig da. Aber wenn wir auf Tour sind, dann sind wir auch in Köln. So wie jetzt zur Zeit sind wir in Köln und dann von da aus gehen wir zu den Konzerten. In Köln noch das Hausboot, oder? Nee, nicht mehr. Das ist ein bisschen zu klein geworden und war auch sehr viel los und jetzt haben wir ein bisschen Ruhe gebraucht. Aber und euren Tourbus, habt ihr den noch? Den ja, den alten, das wäre zu langsam, aber den haben wir noch. Das ist ja cool. Und was macht ihr? Ihr nehmt im Moment das neue Album auf, ne? Ihr seid im Studio, glaube ich. Ja, macht ihr das auch in Irland, oder? Wir haben teilweise in Irland aufgenommen, auch in Capri. Mhm. Und in Köln machen wir den letzten... Auf Capri, die rote Sonne. Ja. Ist ja nett, mit den Urlaub gemacht dabei. Ja, wir haben auch Spaß gehabt. Wir waren da in Nightclubs, also... Maite hat die Tische getanzt. Hat die Italiener angemacht. Gut, dass du da, das gibt's mal noch nicht. Ja. Daher kommt das, jetzt haben wir es. Maite hat auf den Tischen getanzt, in Capri. Das ist so ganz toll, also ein Pop gewesen, wo wir so dreifältige Songs gespielt haben. Und dann gehen die alle auf den Tisch und das fällt fast um. Aber es ist immer so bei mir, weißt du, wenn richtig Action ist, passiert nichts was. Und dann mache ich nur so einen kleinen Sprung. Das ist immer so. Irgendwas super Doofes. Stehst morgens aus auf dem Bett und dann... Schlimmeres passiert ist. Toi, toi, toi. Ich klopfe mal auf Holz. Die neue Platte, nicht? Da seid ihr irgendwie richtig ordentlich dran. Wir haben wieder viele gute Songs und wir spielen die jetzt auch bei der Tour. Und die letzten Aufnahmen sind jetzt die letzten Tage so. Und dann vor Weihnachten wird es noch rauskommen, aber davor kommt noch eine neue Single. Mhm. Ja, morgen, ne? Ja, morgen ist die, morgen ist die raus, genau. Because it's love, heißt die, ne? Aha, sind wir alle schon... Klein, Aston, every day it's you and I. We climb, I step, every day and every night. Wow, das klingt ziemlich nett, das ist eine Ballade wieder. Ja, so mit Tempo, ein bisschen poppiges. Mit Tempo. Mhm. Klasse, und spielt ihr die auch schon live? Ja, wir spielen die live. Auf den Konzerten schon. Mhm. Mhm. Bei Konzerten fällt mir ein, ich habe euch gesehen. Ja, kleine Leute hat euch gesehen beim U2-Konzert. Habe ich. Ah, ja. Da wart ihr die Konkurrenz angucken. Geht ihr öfter so auf Konzerte? Ja. Ja? Also wenn immer die Zeit ist, dann gehen wir. Das ist gut, siehst du andere Gruppen, bist du auch ein bisschen beeinflusst. Mhm. Du kannst
kannst auch sehen, wie gut du bist, ne, im Vergleich zu denen oder so. Das ist, ja, das oder wie schlecht schön. Du bist. Oder wie schlecht du bist, ja. Habt ihr denn sonst überhaupt noch Zeit so für Hobbys und sowas? Ja, ein bisschen schon. Also, wir nehmen jetzt immer einen Tag in der Woche frei. Oh! Ja, weil früher hatten wir immer von morgens bis abends volles Haus zu tun, aber jetzt haben wir beschlossen, okay, ein Tag in der Woche ist Familientag. Mhm. Und da versuchen wir so in Irland ist auch bisschen ruhig. Sozialleben. Aber auch in Irland ist ganz nett da, da kann man auch schön ins Kino das gehen. Ist oder Sonntag, das ist also ein Tag Familientag ist so ähnlich, muss man sich vorstellen, wie Sonntag ist Bravo-Tag. Ja. Und am Bravo-Tag gibt es auch immer das Video der Woche. Und ihr habt schon ordentlich gewählt, jetzt ist eure letzte Chance. Ruft nochmal an, euer Video der Woche, ihr müsst euch entscheiden. Gleich geht's weiter. Wollt ihr euren Lieblingsclip in voller Länge sehen? Greift zum Telefon und wählt euer Video der Woche. Picture of You ist Boyzones Song zum Mr. Bean Film. Euer Favorit, wählt die Nummer. Wenn wir die mal ausfragen über die neue Single. Because It's Love heißt die und wir, kommt mal mit, wir gehen mal in die Richtung. Die hast du geschrieben, ne? Ja, das ist korrekt. Because It's Love, das klingt mir ja ziemlich nach einem Liebeslied. Ja, hast du denn einen bestimmten Grund, warum du die geschrieben hast? Ja, doch, es ist für ein Mädchen, das ist klar, ja. Und da hast du so gefühlt, dass du dann das Lied geschrieben hast? Ja, also... Ist das romantisch? Die wird morgen veröffentlicht, die Single? Das ist korrekt, ja. Ihr habt gesagt, ihr macht auch Richtung Ende des Jahres nochmal eine Tour, nicht? Eine Hallentour dann diesmal. Ja, es gibt, wir planen jetzt zurzeit eine große Hallentour durch ganz Deutschland und der Rest Europa auch. Und ich weiß nicht, wann geht das los? Ende Oktober? Also im Moment seid ihr ja, ihr wart jetzt Stuttgart, glaube ich, und Bremen habt ihr gemacht, Open Air, ne? Ja, genau. Und da kommen noch zwei jetzt. Ja, aber das ist erstmal die Sommer, aber die Herbsttour ist dann vor Weihnachten, November, Dezember. Und dann nochmal durch Europa komplett? Genau. Habt ihr euch ganz schön was vorgenommen? Ja, also wir haben eine lange Pause gemacht, jetzt wollen wir es wissen, ja? Ihr wart lang nicht mehr richtig live unterwegs, ne? Was? Ihr wart lang nicht mehr richtig, also große Konzerte habt ihr nicht mehr gemacht? Ja, nee, was wir gemacht haben ist, wir haben sehr viel Videos gemacht. Wir haben den ganzen Almost Heaven auf Video. Das habe ich gelesen. Ihr habt dieses komplette Almost Heaven Album verfilmt. Ja, das ist alles Erfahrung. Also wir wissen viel über Film jetzt und so. Aha. Und wir haben jetzt eine Platte, die eigentlich... Also 26 Lieder, das war harte Arbeit, tolle Platte jetzt. Aha. Und ja, eine Pause genommen, weil wir ständig 4 Jahre unterwegs waren. Das ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Back to the Roots, das war sehr schön, also uns richtig erholt in Irland und jetzt sind wir wieder fit. Seid ihr wieder voll dabei? Genau. Habt ihr denn vor, so ein bisschen schauspielmäßig jetzt? Was hat ja schon so angefangen bei dem Na-Na-Na Video? So ein bisschen mehr irgendwie? Also das, die Kelly Family spielt die Kelly Family oder? Es passiert aber öfters in Videoclips, dass wir eine Side Story haben und da wird einer von uns immer schauspielen. Aber so Filmangebote habt ihr jetzt noch nicht. Doch, angekommen. Ja. Wir sind ein bisschen selbstständig, machen das selber alles. Muss da gut aussuchen, wenn dann nur Baywatch oder so. Genau. Super from Brazil. Willst du den auf Hawaii eigentlich mal machen, den Iron Man? Den richtig großen Dollen? Kann sein. Überraschung. Aber eigentlich ist es, wenn ich eine Startnummer bekomme in Oktober, dann bin ich dabei. Wenn nicht, dann bin ich nicht. Dann nächstes Jahr. Mal gucken. Aber hast du schon vor. Und Patricia macht mit. Ja. In ein paar Jahren. Rennst nebenher als Coach. Ja. Was ist eigentlich jetzt so deine Aufgabe in der ganzen Runde? Du bist so die Geschäftsfrau. Die Geschäftsfrau, ja. Ja, Finanzen und so. Ich will nicht darüber reden. Ich weiß nicht. Ich mache so alles fit. Ich mache sehr viel. Ja? Sehr viel so mit Aktenkoffer und sowas immer. Ja, nee, noch schlimmer. So richtig zickig, ganz genau. Was meint ihr, schon wieder eine Mark für ein Eis ausgegeben? Nee. Patricia hat sehr viel Verantwortlichkeit in der PR, weltweit. Aber auch Kathi ist auch. Kathi ist Finanzministerin. Wo ich gerade deine wunderschöne Bluse sehe. Wie macht der das eigentlich? Das ist Wahnsinn. Das hat unsere Designerin, die hat ein ganzes Team von Frauen, die uns immer hübsch machen. Ja. Sonst designen wir auch viele Sachen selber. Könnt ihr nähen? Ich meine, ich hab das hier... nein. Gut, ich wollte schon neidisch werden. Ich nehme mir mal eben so ein Kleid. Und ja, die Jungs haben die ausgedacht und so. Und die Blusen haben wir schon immer. Wir kaufen auch sehr viele Sachen von so
alte Theater, noch so Fundus, sowas wie hier, ne, das ist uralt, das kann man nicht mehr machen, also kann man machen, aber das, so, ja, das ja. Wir suchen immer so alte Antiquitäten, Klamotten. Aber die Schuhe sind wir immer noch nicht gut dran, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Armani-Schuhe. Alles sind aber alle ziemlich schick, aber du bist der Einzige, der hier aus der Reihe fällt, das muss immer so gesagt werden. Ich mach so auf Robert Redford, weißt du. Oh, verstehe. Aber früher seid ihr häufig auch auf Flohmärkte und so gegangen. Das geht wahrscheinlich jetzt nicht mehr so einfach. Vor 2 Wochen waren wir seit langem wieder auf dem Flohmarkt. Echt? Und nach 2 Stunden war die Presse da. Wollte ich gerade sagen, wo war das? Es war in Köln. In Köln? Aber es war ganz gut eigentlich. Da war schönes Wetter mit dem Vater unterwegs. Und jetzt werden sich alle vor Wut in die Nase beißen, die an dem Tag nicht auf dem Flohmarkt in Köln waren. Ja, aber ab und zu, aber nicht mehr so oft. Wie Johnny sagte, wir kaufen viel aus so alte Theater- oder Secondhand-Läden. Mhm. Und mittlerweile haben wir einen riesen Fundus. So. Ihr habt einen Fundus, richtig. Genau, für die Videoclips auch. Da suchen wir uns die Sachen. Ja. Aha. Ja, wir haben einen ganzen Laden. Es gab einen Laden in Köln. Und den haben wir aufgekauft. Den ganzen Laden? Ja. Alle Klamotten? Mhm. Das ist von dem Laden, der war ich. Ja. Ich glaube, das ist ja scharf. Und jetzt habt ihr genug für die nächsten 10 Jahre zum Anziehen wahrscheinlich. Ja. Okay, jetzt geht es gleich weiter. Ihr performt gleich live hier bei uns, die neue Single, Because It's Love. Also schön dranbleiben. Für euch gibt's jetzt den Megapreis zu gewinnen und dann sehen wir uns gleich wieder mit der Kelly. Live bei uns im Studio mit ihrer neuen Single Because It's Love. Every time I look at your face, I get this feeling. Every time I look in your eyes, it starts healing. Every time we walk side by side, yes, I get this feeling. Because it's love. Yes, it's love. Oh, it's love. And we it's love. Yes, it's
romantisch. Super geiler Titel. Okay, es geht auch schon flott weiter bei uns mit dem Geschenk der Woche. Was habt ihr denn Nettes mitgebracht? Ja. Das fällt schon runter. Und die Sticks. Das sieht mir nach Schlagzeug aus. Ja. Aha, das ist von dir. Ja, habe ich im Bremen. Damit hast du letzte Woche noch damit gespielt, jetzt bei uns im Studio. Ich würde sagen, ihr unterschreibt da alle drauf. Ne? Das könnt ihr gewinnen. Jawohl. Original Drum, wie nennt man das? Drumsticks und was ist das? Drumfelle. Drumfelle? Felle. Ja, habt ihr ja gehört, wie das heißt. Von Angelo und alle unterschreiben darauf. Das könnt ihr gewinnen, indem ihr uns schreibt. RTL 2 Bravo TV, Kennwort Geschenk der Woche, Stichwort Kelly Family. Postfach 90 10 63 in 81 510 München. Alle schreiben, alle gewinnen. Okay, ihr unterschreibt da gleich drauf, ne? Ich achte darauf, ich kontrolliere das, die unterschreiben alle. Das war's schon mit der Kelly Family. Traurig, aber wahr. Sie kriegen den Deckel nicht auf. Wir machen das dann nachher irgendwie. Können wir mal einen neuen Edding haben? Es geht weiter. Es muss weitergehen. Von einer Familie geht's bei uns flott zur anderen. Unser letzter Beitrag heute geht über drei Jungs. Weniger als die Kelly Family, aber genauso gut gelaunt. Die Hansons. Mögt ihr die Hansons? Ja. Meite, Meite steht auf die. Ja, ich bin toll. Welcher ist denn am niedlichsten? Der ganz kleine, der ist halt süß. Welcher nun am niedlichsten ist, wir müssen uns irgendwie entscheiden, sie kommen immer näher. Sie waren schon in Frankreich, die drei, und wir haben sie live bei einem Konzert für euch besucht. Das war's mit der Kelly Family. Tschüss! Auf ihr